Hallo Freunde und willkommen zurück zu Trines der Enchanted Edition. Ich wollte irgendwie aus einem, warum auch immer, Grund sagen, Trine 2, ich weiß es nicht. Wir haben in der letzten Folge das Schloss hier beendet und zwar zu 100% und gehen wir einfach mal weiter, ne? Mit großem Enthusiasmus verschlang der Zauberer den Inhalt des königlichen Tagebuchs. Von besonderem Interesse waren die letzten Seiten, in denen der König davon erzählte, wie sie die seit langer Zeit verlassenen antiken Ruinen gefunden hatten. Statuen der Tugend und Architektur jenseits jeglicher Vorstellung hatten den König sichtlich beeindruckt. Das Tagebuch des Königs beinhaltete nicht viel über die Artefakte, aber die anschaulichen Beschreibungen passten zu den Zeichen im Grab des ersten Hüters. Der Legende nach existierte ein Platz, den die Hüter ihr Zuhause nannten. Wenn dies wahr war und die Ruinen der Ursprung der Artefakte waren, würden unsere Helden am Ende vielleicht doch einige Antworten finden. Das Tagebuch enthält eine sorgfältig erstellte Karte der Ruinen. Sie waren in der Mitte eines weit entfernten Waldes. Unsere Helden folgten der Wegbeschreibung aus dem Tagebuch des Königs. Am Rande des Waldes hatte die Diebin eine merkwürdige Empfindung, ein warmes Gefühl in ihrem Herzen. Okay, dann gucken wir mal, was sie für ein warmes Gefühl in ihrem Herzen hat, nicht dass sie nachher einen Herzanfall kriegt. Und lassen uns auch mal von der beeindruckenden Architektur uns, wenn wir die Ruinen vor Anbruch der Dunkelheit erreichen wollen. Es ja. Ist so still hier. Ich habe das Gefühl, mir fällt ein Stein vom Herzen. Einmal schön runtergeschossen. Das ist echt praktisch mit drei Pfeilen. Man hat nur etwas so Reichweite. Das funktioniert so nicht. Ich brauche die Kiste mal da. Toll. Ja, wir haben schon wieder ein Level up. Allerdings können wir nur mit ihm was aufleveln. Dreifachen Schaden, Flammenschwert. Praktisch. Brennen. Tötet kleine Gegner sofort, das ist auch cool, aber ich will mein Schwert brennen haben. Ja, und das müssen wir auch nicht wie bei den Brandpfeilen wechseln, sondern das können wir einfach so machen, das ist cool. So, habe ich jetzt meine Kiste nochmal haben hier. Ach, komm. Ich an die Kante gekommen bin. Hüpf, hüpf, hüpf. Und drüben. So freue ich hier. Bleib mal schön weg von uns. So, mal schön gucken, dass wir nichts so sehen. Okay, ich werde gleich eventuell sterben, vielleicht aber auch nicht. Okay, da oben ist auch. Das ist ja. Ups. Okay, das wäre fast schief gegangen. Sind eigentlich jetzt hier wieder nur die normalen Skelette? Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt sogar schon an die gepanzerten Skelette gewöhnt. Dass die halt mal mehr aushalten. Warum bin ich nicht oben geblieben? Ich weiß es doch nicht. Ich meine, ich hätte mich da auch dranhängen können, aber. Ist halt manchmal vielleicht doch ganz. Wow. Praktisch. So, einmal hier hin. So, hier müssen wir die Plattform irgendwie aktivieren können, wahrscheinlich. Den Zauberer schalten und wundern, warum der nicht zuschlagen will. So, hier geht er alle weg. Wir machen es uns mal einfach, würde ich sagen. Klapp. Dankeschön. Geht doch ganz einfach. Wasser. Ich muss sagen, ich mag das
die Unterwasserwelt hier ein bisschen. Finde ich schön. Ist halt klar, man sieht nicht unbedingt immer viel. Aber wenn man mal was sieht, das sieht echt schön aus. Fischhaut können wir wahrscheinlich besser mit schwimmen, oder? Ermöglicht unbegrenzte Aufenthaltsdauer unter Wasser. Hätten die da nicht Kiemen nehmen sollen statt Fischhaut? So, jetzt eine kleine Frage. Wäre das nicht sinnvoller gewesen? Naja, ich bin kein Spieledesigner. Ein Biologe bin ich auch nicht. So, wir können hier irgendwie eine Kiste nach oben drücken. Müssen wir wahrscheinlich auch, einfach damit wir die nach rechts ranschieben können, um dann da hinten hochzukommen. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Ich will nochmal unter Wasser gucken, ob wir nicht irgendwas verpasst haben. Sieht aber gerade stark nicht danach aus. Okay. War nichts mehr. Okay. Okay. Dann hier drauf. Ne. Oh. Das war so nicht geplant. Na gut, schieben wir das Ding mal näher ran. So. Tauchen denn jetzt schon das Skelett auf hier? Dann runter. Sterben. Sehr gut. Plumps. Okay, hier ist auch nichts mehr hinter. So. Wir sind hier oben schon mal. Doch jetzt keine fiese Mantänchen, wenn ich das einfach unterschießen kann. Oder wenn ich das einfach so machen kann. Ganz ehrlich, warum sollte ich dann da so umständlich rumklettern? Wenn ich das einfach so machen kann. Zumal ich man mit dieser Frau hier auch durchaus auf die Plattform springen kann, an der sie festhängt. Also entweder bin ich äußerst geschickt und zugeschickt für dieses Spiel, was diese Aktion gerade absolut beweisen kann. Oder, ich habe das Spiel ausgetrickst. Nee, oder das Spiel ist einfach, ist meiner Meinung nach zu einfach programmiert. Ich glaube nicht, dass das an meinem Skin liegt. Ich finde so zwischendurch mal ein paar Rätselpassagen, finde ich sogar immer ganz cool. Also ein paar Kletterrätselpassagen. So, warum ich hier jetzt eine Kiste mache, fragt ihr euch, damit ich sie mir vor die Füße stellen kann, um sie anzugucken. Weil schön und so. Danach machen wir uns eine Planke, die nicht ganz reicht. Verdammt. Okay, ich sehe gerade, wo da hinten überhaupt erst die Plattform endet. So. Ich dachte, die endet ein bisschen weiter vorne, deshalb. So. Seht ihr, jetzt wisst ihr auch, warum ich die Kiste gemacht habe. Das war alles von Anfang an geplant. Da unten ist wieder was. Ach, Jungs, ihr könnt doch nichts. So, nehmen wir alles mit. Löchchen, Freunde. Zauberer, immer kurz. Danke. So, was sagt das denn? Wir brauchen noch 3 Gegner, eine Truhe und 13 Fläschchen, okay. Das ist nett. Okay, da oben sind schon mal 2 Fläschchen. So, hier unter Wasser wird wahrscheinlich irgendwas ganz unten sein. Sag ich doch. Ich sage doch, so, was können wir denn hier unter Wasser noch finden? Ich weiß, da oben auf der Brücke waren noch ein paar. Aber trotzdem kann man ja mal gucken. Aha. Aha, aha, aha. So, die nehmen wir noch mit. Aber sonst ist hier scheinbar nichts mehr, okay.
Okay. Ist ja schon fast langweilig. Du darfst ruhig aus dem Wasser springen, Frau. So. Ups. So. Zack. Dann können wir uns die Fläschchen hier hinten holen. Da vorne, die können wir auch runterschießen. So, treffen wir, meint er. Treffen wir. Das ist ja schon fast ein Home Run gewesen, ey. Halleluja, wo sind das jetzt gelandet? Gefunden. Da hinten. Ah, hier kann man noch durchschwimmen. Aha. Mich legt ihr nicht rein, Leute. Zumindest nicht so einfach. So, da ist auch die Kiste direkt. Die Halskette der Macht. Das klingt eher was für einen Krieger. Wird den Schaden durch Waffen, die Mana verwenden. Okay. Bisher brauchen wir keinen Mana mit unseren Waffen beim Krieger. Und ehrlich gesagt brauchen wir das dementsprechend momentan sogar nur für die Feuerpfeile hier. Die wir nicht benutzen effektiv, aber... So, ist jetzt die Frage, reicht die? Nein. Aber wir können uns ja wieder Kisten zur Hilfe nehmen. Dann reicht es vielleicht. Hier noch nicht ganz, okay. Dann lagere ich dich mal dazwischen. Und die Physik sagt, nö, nicht mehr los. So machen wir es. Zack. Passt. Ja, wir hätten uns auch hier hinten die Kiste holen können. Ich habe da oben schon wieder was gesehen. Könnt das nicht vor mir verstecken, Freunde. Fast gut geschossen. Glücklicherweise nur fast, sonst müsste ich mich ja schon anstrengen, ne? Ja. Na gut, dann halte ich halt daran fest und zack, hier hoch. So. Keine Gegner? Ein enttäuschtes Spiel. Ups, das. Yeah. Das wäre fast schief gegangen, glaube ich. Aber glücklicherweise nur fast. Hüpf. So, was passiert, wenn wir uns hier einfach runterlassen? Es ist ein riesiger Abgrund und wir können nichts machen. Okay. So, da hinten die Plattform. Die bewegt sich. So, zack, zack. Skill, meine Freunde, Skill. Das klingt nach Skeletten. Yep. Hallo. Lange nicht mehr gesehen. Yep. Uns fehlen noch ein Erfahrungsfläschchen. Ich glaube, das haben wir verpasst. Finde ich jetzt uncool. Na gut, schade aber auch. Ein Erfahrungsfläschchen, ne? Ärgerlich. Ach, sehr schnell herein. Eingeleitet durch die Macht des Bösen. Es war nur eine Frage der Zeit, bevor das Unvermeidliche passieren würde. Aber bislang war der Wald stärker als seine Eindringlinge. Vielleicht, weil die Artefakte in der Nähe erschaffen wurden. Es gab noch Hoffnung. Hoffnung gibt es immer. Das lernt man doch in jedem guten Disney-Film. Kommen wir hier eigentlich irgendwo hin? Die Dunkelheit ist nicht gut. Du steckst in einer fetten Rüstung mit Stacheln auf dem Schädel. Also du brauchst dich mal gar nicht beschweren hier, mein Freund. So.
sind ja freundlich, die haben ja... Die haben Fackeln, mit denen man sie besser sehen kann. So, zwei Punkte nützen uns für ihn nichts, für sie... Ah. Nur für dich bringt es auch noch nichts, okay. Frau, kannst du bitte mal so schwingen, dass es Sinn macht? Dankeschön. Ach so. Okay, das war anders geplant. Ich habe ihn aber getroffen, okay. Dankeschön. Ich weiß gar nicht mehr, wie konnte man mit ihm eigentlich nochmal losstürmen? Große Objekte aufnehmen. Ich weiß nicht mehr, wie ich lossprinte. So. Okay, macht Sinn. Das frisst Mana. Das frisst verdammt viel Mana. Wir müssen wieder gucken, dass wir unsere Fackeln treffen. So, ja. Dankeschön. Ach, Quatsch. Da ist eine... Irgendwas vor. Geht mal weg. Uns so ein Pfad hier drüber machen. Über die Säure. Weil wer will Rätsel schon so lösen, wie man sie lösen sollte? So. Das wäre ja langweilig. So. Sturmhammer für den Ritter gefunden. Auf Y können wir die Waffe wechseln. Nett. Kann der irgendwas? Können wir den aufladen oder so? Ja, können wir sogar. Bringt noch scheinbar nicht viel. Okay, vorerst Schwert und Schild, weil es ist die safere Methode. Könntest du mal... Weil irgendwie kann ich das Ding da nicht bewegen. Wir können den Sturmhammer aber wahrscheinlich, ne. Ach, komm, Frau. Danke. Genau das solltest du machen. Dankeschön. So, mit dem Sturmhammer können wir das Ding hier wahrscheinlich zerbrechen. Ja, das war zu erwarten. Schieb. Danke. So, was ist da oben? Die hier uns hier einfach so eine Plattform vorenthalten wollen. Ich glaube, Takt. So. Ich glaube, die konnten noch nicht mal wir daneben schießen. Also ich. Ne. Ach, dann machen wir es halt auf die klassische Methode. Einfach mal dazwischen springen. Einfach mal dazwischen springen. Runter. Und ich würde sagen, die verbringen wir. Frag mich, ob der Hammer bei denen so unglaublich viel Schaden macht, oder? So, wenn wir die Wand da hinten aufklatschen. Gesundheitstrank, super. Frage ist jetzt nur. Wahrscheinlich müssen wir das jetzt ein bisschen timen. Lauf! Funktioniert.
Ja, schön. So, dann kannst du jetzt keine Kisten mehr erschaffen, oder was? So. Yep. Meine Erfahrungsflasche. Sonst noch irgendwas hier oben. Sah verdächtig aus, ist aber nichts. Okay. Geronimo! Ich hätte jetzt sowas von sterben müssen eigentlich. Wäre definitiv verdient gewesen. Könntest du jetzt mal... Danke. Okay, Zauberer. Mach doch mal so. Dann nehmen wir uns hier noch eine Kiste. Und cheaten ein bisschen. Wir müssen die scheinbar nur einmal aktivieren. Das finde ich gut. Bleibt scheinbar offen. Sehr schön. Da zischt hier rum wie jemand, der hier nicht hingehört. Keine Ahnung. Irgendwas zischt hier. Ich habe da oben eine Spinne gesehen. Sag ich doch. Könnt mir ja ruhig mal glauben. So. Dich einmal da drauf. Den aktivieren wir. Aber, Freunde, ich würde sagen, wir machen dann hier auch mal Schluss. In der nächsten Folge geht es dann hier weiter. Und bis dahin schießen wir noch ein bisschen an der Fackel vorbei. Holy crap. Zu hoch. So, bis dahin. Ciao, Freunde.